besoffene Menschen. Vorbild zu Ende, knallt die Korken an die Decke endlich. Korn jede Menge, Knochen die brechen, es sind alle mit dabei. Und hier sind wir mit dem zweiten Battle, meine Damen und Herren, sowie alle dazwischen und außerhalb. Wir sind immer noch heute hierbei! Wir haben hier das zweite Match. Wir haben hier in Anführungsstrichen zwei Newcomer, die beide schon was abgeliefert haben, aber wovon es beiden in einem Fall zumindest nichts mehr was zu sehen gibt. Der eine hat was zu beweisen, der andere möchte einfach wieder was zeigen. Ich stelle euch sie kurz vor. Wir fangen zu meiner Rechten an. Aus dem Saarland, aus fucking Saarbrücken angereist. Bei der BRB schon gewesen. Heute endlich an den Punkt gekommen zu zeigen, er will heute ficken. Macht mal Lärm für Luki! Zu meiner Rechten. Bei der BRC damals schon abgeliefert, aber unser toller Mike einfach alles gelöscht hat und nicht mehr reagiert. Gibt es leider kein Content mehr von ihm. Deswegen möchte er sich heute nochmal beweisen. Es ist Flowtix aus Hanau! Ihr habt ausgemacht, wer anfängt. Luki fängt an. Da würde ich sagen, Ruhe und let's go. Hier. Du bist also Flowtix. Mich juckst du kein bisschen, Junge. Ich will die Zeit zurückhaben, in der ich dich recherchieren musste. Und die Zeit zum Texten und die Zeit zum Lernen. Junge, all diese Zeit warst du Hampelmann nicht wert. Und ja, Hampelmann passt gut. Du willst battlen, aber keine Chance. Weil du weder Ahnung hast, wie man textet, noch wie man performt. Das wird bei dir in diesem kleinen Scheißturnier deutlich, wo du irgendwie teilgenommen hast, SAB oder wie der Kram heißt. Ey, bereits deine erste Runde knallt. Da stehst du, ungelogen, mit einer Dreiviertelhose, einer Kapuzenjacke und blauen Crocs, tänzelnd im Wald. Hier. Texthänger, fuck. Komm mal her. Ja, mach mal her. Und wie du versuchst zu rappen und wie du den Takt nicht triffst. Ja, ich weiß ja nicht, ob du überhaupt für diesen ganzen Battle-Scheiß gemacht bist. Ey, ich komme an mit 100 Kilo Kampfgewicht und stampfe dich unangespitzt direkt in den Boden und zertrampel dich im Rampenlicht, du Schwanzgesicht. Ey, laber nicht. Das sind 3 Runden Punches, easy gegen dich. Und jetzt leg euch los und mach dich lächerlich. Time. Yeah. Schöne erste Runde. Zweite Runde. Flowtix. Luki, Luki, Luki. Ja? Bist bereit für die Schlacht? Hast deine Eier mitgebracht? Ja? In Videoformaten bist du ja teils bravourös am Stress anzetteln. Hast aber Angst, a cappella zu betteln? Oder warum wolltest du erst gegen MFL? Ja? Jetzt könntest du sagen, du warst mir nicht interessant genug oder ich wollte mal einen in meiner Größe. Aber erstens hatten wir vor 4 Jahren einen Matchfix und ich wusste schon von da an, dass ich dich Bitch zerreiß. Und zweitens ist das hier wie klein gegen groß, denn du kannst mit deiner Größe nichts erreichen, wenn du deine Skills nicht feilst. Du behauptest ja, deine Stimme wäre das Synonym für pure Dominanz. Doch weder mit Text noch mit Stimme gestaltest du das mit modischem Glanz. Das modischem Glanz. Ah ja. Jupp, alles klar. Zitat. Endlich habe ich dich da, um alles endlich rauszulassen. Denn was mich an dich stört, ist in Worte kaum zu fassen. Was? Und im Ennerher wirfst du Prime vor, dass er höchstens 10 Takt trifft und sonst zu blöd ist für alles. Ne? Aber irgendwie, ich würde mal sagen, so als Fan hat er dich ja auch hierher geführt heute. Ne? Und was du Spinner bald merken wirst, dass ihr beide gar nicht so verschieden seid. Und das habe ich persönlich entschieden, weil beide seid ihr hier, um es heute zu beweisen. Jedoch werde ich dir 3 Runden schmoren wie beim Chicken Stew. Ihr habt beide A Cappella mies verkackt. Genau. Und mir scheint, als wäre das ein echter Business-Move. Ja? Und im Battle bist du ja eher so so der sanfte Riese. Ja? Ich Maschine, denn ich jab, punch und schieße.
Und natürlich hoffst du, dass ich heute choke. Aber das wäre ja voll der Lustkiller. Ja, wunderbar, geil. Du hoffst, dass ich choke. Aber das wäre ja voll der Lustkiller. Ja? Also, sei dir da mal nicht so unsicher. Zeit. Yeah! Schön, dass du Runde Flautix! Vierte Runde Luki! Ja, ja, lustig. Jetzt wissen wir alle, dass du peinlich und weak bist. Aber die Art, wie du tryhardest, finde ich schon ein bisschen niedlich. Junge, deine ganzen Battles waren allesamt grottenhafter Müll, die ich nicht nochmal hören will, weil danach mein Mund nur noch so von Kotze überquillt. Und ey, was hast du da auf dem Kopf, Junge? Was hast du da auf dem Kopf, Junge? Ganz im Ernst. Ey, das ist mega peinlich. Du siehst aus, als würdest du dir vom Spiegel die Haare selber schneiden. Ja, und deine ganzen Tracks und Battles, Junge, lass es bleiben. Du kannst es einfach irgendwie nicht hinbekommen, irgendetwas Sinnergebendes zu schreiben. Fuck, Moment, mach mal kurz Lärm. Und dein ganzer Klamottenstil, das ist sagenhaft peinlich. Du siehst aus wie Midlife Crisis, aber hast sie schon mit 30. Shit, das war jetzt ein bisschen zu laut. Das hat mich gerade ausgehalten. Damit habe ich nicht gerechnet. Nee. Ach so, ja. Ich frage dich mal ganz direkt. Glaubst du, Spast, dass du irgendetwas gut kannst? Bruder, wärst du in einem Videospiel? Wärst du so ein Skelett auf Level 3, was man in ein paar Schlägen kaputt hat, und dann lootest du nur 2 Gold und einen Dolch in rissigem Zustand? Ey, mehr Killer als ich geht nicht. Wir sind nicht auf einer Augenhöhe, also körperlich auch nicht, aber skilltechnisch reißt du auch wenig. Und jetzt mach noch eine Runde, wo du jeden meiner Fronts bestätigst. Zeig. Dritte Runde. Nee, zweite Runde. Entschuldigung. Flo-Tits. Let's go. So. Ja. Das mit dem Skelett war ja ganz schön. Ne? Aber wenn du denkst, es geht nicht mehr, ne? Du musst so viele von mir töten, ich mach dir einfach nur das Leben schwer. So. Jawohl. Kommst du in den Club, hörst du einen Haufen Schreie. Denn du, Lauch, bist wahrlich keine Augenweide. Und ich mein's ernst, wie kann man nur so ein hässliches Gewächs sein? Denn du bist weder so nice für das Formfleisch eines bekannten Franchise, noch der gepoppte Kornmais für die Filme abends Snacktime. Aber apropos Snacktime. In der Vorbereitung auf dieses Battle habe ich mir angesehen, wie Menschen unfassbar scharfe Gurken verspeisen. Fick die Henne, Alter. Was haben die gechoked? Aber warte mal, da gab's ein Battle und das kann man ruhig damit vergleichen. Battle Rap Bundesliga. Junge, du hast 4 Jahre Erfahrung damit, Leute zu beleidigen. Ne? Und dann rappst du erst 16 Zeilen Scheiße und es ist weg. Ne? Dann, okay, macht mal Lärm für Dresden, etc., etc., pp. Und dann machst du in der zweiten nochmal das Gleiche und es ist weg. Und dann war es auf einmal leise. Totenstille, vom Publikum teils vernichtende Blicke und dann Time. Yep. Alter. So. Mach mal kurz Lärm. Während du deinen wacken Text jetzt in Runde 1 und 2 vorgetragen, habe ich einen Special Guest eingeladen. Er ist so ziemlich in jeder Kneipe das Inventar. Macht eine gute Figur, wenn sich das Kühle nass mit dem Mundwinkel paart. Es sind schon etliche Flüssigkeiten auf ihnen geflossen. Sie konsumieren Sport und kleiner Feigling in Boxen. Ob Eiche rustikal oder Pressspan mit Nägeln, danke, dass es sich gibt, Leute. Respektiert mal den Tresen! Ja. Nur Liebe! So. Ja.
Jo. So. Muss nochmal kurz zurückspulen. Ah, wir müssen ja jetzt nochmal zu dem Battle da zurückkommen, weil da, das kann ich nicht unangesprochen lassen. Und zwar, ne? Hast gechoked, das haben wir jetzt alle mitgekriegt. Und ich habe jetzt mal mir so vorgestellt, wie so die Unterhaltung mit deinem Gehirn ist. Ne? So, das heißt, du stehst da, kein Ton kommt mehr raus und du sagst so, Alter, echt, lässt du mich jetzt im Stich? Und dein Hirn nur so, na Mensch, du weißt doch, solche komplexe Texte und bei meiner Kapazität, die sind einfach nicht so schnell zu lernen, ne? Und, aber ich kann dir eine sicke Reimkette bauen, die ne, auf deine Interessen basieren. Und zwar Burgerrezepte, Körperdefekte, Mörtel herstellen, göttlicher Bembel. Sag mal, wo kommt denn das jetzt her? Moment. Da müssen wir uns mal kurz sammeln. Okay, ich bin wieder da. So. Surfer entdecken, Mörderinsekten. Ja, halt hier, das bringt mir aber nichts. Ne? Ich brauche doch die Lions gegen Dresen. Mensch, du hast 4 Jahre Erfahrung, ne? Und das ist es jetzt gewesen. Hirn an Sprachzentrum, wir sind komplett raus. Und Luki, ich habe 4 Jahre Erfahrung. Fuck, ich bin komplett raus. Ach, kommen wir wieder zurück zum Dresen. Und dieser Dresen, ne? Nicht der, sondern der in dem Battle, bereitete dir harte Kopfschmerzen. Du bist eben nicht der Typ, der Marke flott lernen. Und so konntest du dich nur für die Notbremse entscheiden und choktest öfter als Menschen, die an Sodbrennen leiden. Und Fakt ist, du hast ihm noch nicht mal in die Augen geschaut, während der gesamten Show. Fakt ist, du bist noch besser aneinander vorbeireden als MFL und Crazy O. Insider-Shit. Time. Ja. Free talk, ja. Yeah. Yay. Okay. Hey, mach mal da! Okay. Und jetzt kommt die Finalrunde von Luki! Hey, bitte Ruhe! Ey, ich hab keinen Bock mehr, dich zu battlen. Aber weil es da noch eine dritte Runde gibt, wird die jetzt für dich unangenehm, denn ich mach dich jetzt vor allen richtig unbeliebt. Mich erreichte da noch eine Sache und das Geheimnis muss ich jetzt hier für alle lüften. Ey, du bist ernsthaft Fan von FC Bayern München? Bruder, mit der Line habe ich dich komplett vernichtet. Was will man denn von München, wenn es schon Schalke 04 gibt? Ja, aber wie man mit Bayern Slogans Punchlines macht, ich weiß nicht. Ah doch, Mia San Mia, jo mei, ihr seid derbe peinlich. Und das Bundesland an sich, sag mir, was ist mit so Bayern so, was ist mit Markus Söder? Was ist an Markus Söder und an Weißwurst bitte cool? Ah, mach mal Lärm. Hopp. Ja, was ist an Weißwurst und Markus Söder bitte cool? Ey, ich zieh dem Bayern die Lederhosen aus und ja, jetzt wird... Ey, komm. Ey, ich zieh dem Bayern die Lederhose aus und jetzt wird es schwul. Denn ey, mit deinem kleinen Wurm zwischen den Beinen, da machst du niemals ein Mädchen froh. Und Jungs wie mich auch nicht. Ich werd da direkt hetero. Ey, mit deinem kleinen Nahkampfstachel. Ah, come on, hört ihr. Ja, warte. Mach mal Lärm! Ja, komm mal Lärm. Ja, komm, lass was sein. Ey, aber lustig, ne? Du bist Bayern-Fan und hoffst dir auf einen Sieg, so als Fan von Bayern München. Es ist wie DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Träume des Bayern-Fans platzen gegen den einen aus Saarbrücken. Hopp. Come on, time. Schöne dritte Runde und jetzt auch die letzte Runde. Die letzte Battle-Runde des Abends. Floatix, gib ihn noch was, Digga! Ja. So, ja gut, was soll ich dazu sagen? Fan von Bayern München seit 28 Jahren. No. Ganz ehrlich, Leute, also... seit 11 Jahren Meister, also durchgehend, ja? Jetzt wechselt's mal, da wird die Bundesliga spannend. Geil. So.
So, wo haben wir denn angefangen? Moment. Ach so. Die Ausgeburt eines Tim Burton-Charakters à la Frankenweenie. Ja, aber der bekam von seinen Eltern zum Geburtstag immer nur das kleinste iPhone geschenkt. Quasi das Apple Teenie. Und auch beim Fußball musste er eher den Pfosten als den Libero spielen, doch bekam aufgrund seiner Größe schnell eine Stelle als Kontrabass in der Philharmonie. Ach ja, apropos groß. Du bist... Fuck, Alter. Du bist so groß, ja? Du kannst den Eiffelturm mit einer Hand vom Regen bewahren. Fuck. Du bist so groß, ja? Öffnest du den Mund, kann man sich die komplette Drehbank sparen. Du bist so groß. Du kannst als Lagerfachkraft jegliche Ware ganz ohne Stapler aus den Regalen holst jegliche Ware ganz ohne Stapler aus den Regalen. Aber ich muss dir leider sagen, ein Baller bist du noch lange nicht. Und wie soll ich dir das beibringen? Ich spitte hier keinen Standard-Shit, denn du lässt andere über dein Seil springen. Und dann geht es vor, zurück, links und rechts. Himmel und Hölle in Perfektion. Aber aufgepasst, ohne den passenden Gummitwist kann man sich bei dem echt was wegholen. Und dein Antlitz, das gleicht einem sehr bekannten Österreicher. Und zack, da fällt mir gleich das Pöbeln leichter. Seine Hits wie Zwambo, Dreh den Swag auf und Rummelplatz begeistern seit Jahren das ein oder andere Lumpenpack. Und gab er auch stets auf seinen Fundus Acht, wurde er in einer dunklen Nacht, im hohen Norden in einer dunklen Nacht von einem dummen Spast mit Messer, ja, jetzt bin ich gerade raus, Moment, genau, von einem dummen Spast mit Messer und einem Jutesack bekam er einfach mal einen Stich verpasst und dann wurde ihm die Uhr weggeschnappt. Yep. Ein Bisi ist grundsätzlich schon ein fresher Dude, was man von dir nicht behaupten kann. Von Optik und Lyrik hält dich hier keiner für den schlauesten Mann. Ist geil, wenn es bei der Catchphrase passiert. Okay, also. Let him cook! Ertönt es von allen Seiten und Flotix wird es euch jetzt zeigen. Ja? Das Mastermind wird stets mit Spaß auch weitere MCs zerfleischen. Und Fakt ist, ja, ich habe dich jetzt 3 Runden hart zerbombt, ohne auch nur fucking einmal zu erwähnen, dass du aus dem Saarland kommst. Time! Waren das 2 schöne Battles, Leute! Ich freue mich. Ja, ich habe gerade das Battle Luke gegen Flotix geschaut und ich gebe es 1-0 an Flotix. Ich fand ihn sicherer, ich mochte seinen Style mehr. Aber Luki war auch cool, deswegen macht weiter, Leute. Unsicherheiten kommen vor. Ihr kriegt es hin. Von mir 1-0 an Flotix. Yo, yo, servus. Ich darf das Battle Luki vs. Flotix judgen. Ja, also so... Für mich war das vom Inhalt gerade in den ersten und in den zweiten Runden sehr, sehr klar an Luki. In der dritten Runde wurde das dann ziemlich spannend gemacht. Ja, wegen dem Texthänger, aber für mich hat vor allem Flotix verloren, weil, ja, ich weiß nicht, wenn man über Jokes irgendwie rappt und dann Unsicherheiten hat, dann zieht's halt gar nicht. Deswegen ganz klar Luki. 2-1 Luki. Jo Leute, ich habe das Battle Luke One gegen Flotix geguckt. Am Anfang erstmal meine Bewertung. Ich gebe beiden 1 von 3 Punkten.
Und also 1-1 werte ich das Battle. Und das liegt daran, dass beide sich nicht mit Ruhm bekleckert haben, beide extreme Textprobleme hatten. Und wenn man seinen Gegner halt in allen drei Runden Choken vorwirft, das kommt dann halt nicht gut. Ey, ihr seid noch Newcomer, ihr könnt noch an euch arbeiten, lernt eure Texte besser. Und wenn es jetzt nicht gereicht hat mit der Anzahl der Tage, wie ihr gelernt habt, lernt 5 Tage mehr beim nächsten Mal. Ich fand, Luke hat die bessere Präsenz in dem Lines, wo er nicht gechoked hat. Und Flowtix hatte in der dritten Runde sowas wie Punchlines und Vergleiche. Das hat mir in den ersten Runden ein bisschen gefehlt. Und manchmal habt ihr beide so ein bisschen irrelevante Themen gehabt, die in einem Battle dann halt nicht so krass ziehen. Aber an sich gebe ich das 1-1, Props an beide. So, Gude, da ist er wieder. Achtung, halbe Buch. Nein, ich versuche mich diesmal definitiv kürzer zu halten. Wir sind beim zweiten Battle des Tages. Luki vs. Flowtix. Ja, das ist im Prinzip ein komplettes Newcomer-Battle. Beide, wie gesagt, schon auf Plattformen ein Battle gemacht. Luki bei der BRB und Flowtix bei der BRC. Luki leider mit einem richtigen Reinscheißer mit 3 fast komplett gejokten Parts, außer immer den Anfangsbars. Und Flowtix mit einem eigentlich ganz soliden Battle, was er auch, glaube ich, gewonnen hatte, meines Wissens, ziemlich deutlich, glaube ich sogar. Aber naja, ist es halt nicht mehr online. Ich habe auch ein 5-0 Battle gegen Kruppstahl Hoden won, welches halt nicht mehr online ist. Ich fand es eigentlich ganz cool, das Battle. Also, aber was willst du machen? Ja. Aktuell steht es da unentschieden. Und Fakt nochmal, mein Eindruck vor Ort war halt auch ebenfalls, ich hätte mich da nicht entscheiden können, so auf schnell. Ich habe das von vielen Leuten gehört. Was die beiden eint, ist, dass beide sehr unsicher waren und auch beide auch ebenfalls nur 3-4 Tage gelernt haben, so richtig, weil sie auch nochmal als was geändert haben am Text, das habe ich so mitbekommen. Also viel zu wenig Vorbereitungszeit auch. In dem Fall, muss man leider so sagen. Ansonsten aber sehr unterschiedliche Arten des Herangehens. Während Luki sehr knackig geblieben ist, eigentlich schon fast so ein bisschen angelehnt auf MFL. Sehr knackig, aber auch wenig Tiefgang, einfach nur drauf. Was durchaus cool ist, hat Flowtix da ja ein bisschen Ansatz mit mehr Tiefgang versucht heranzugehen, hat ein bisschen mehr gegraben, ein bisschen mehr gebohrt und hat versucht, das Ganze ein bisschen mehr um die Ecke angehen. Der Ansatz ein bisschen deeper, würde ich sagen. Ja, und von der Ausführung, naja, Luki hatte die schwereren Jokes, würde ich sagen, von beiden. Auch, glaube ich, ein bisschen häufiger. Ne, das hat sich, glaube ich, halbwegs die Waage gehalten. Die hatten beide ständig welche. Aber bei Luki waren die Jokes auf jeden Fall ein bisschen kräftiger, ein bisschen größer. Bei Flowtix war aber dafür insgesamt die Performance deutlich noch weniger stabil. Viel mehr Slip-Ups, viel mehr Unsicherheiten noch gewesen. Schwierig. Es nimmt sich halt am Ende mal alles so ein bisschen die Waage, weil jeder seine Schwächen hatte. Ich habe keinen Bock jetzt daraus ein komplettes Draw zu machen und habe eben immer wieder überlegt, weil ich aus beiden Sichten Ansichten hätte, wie man es geben könnte und das wäre beides nachvollziehbar. Ich habe mich jetzt aber eben für eine Seite entschieden und habe auch eine Begründung, hinter der ich dann auch stehen kann. Ich bin BTW mit beiden gut, habe mit beiden auch schon Songs gemacht. Also das ist jetzt keine persönliche Präferenz in dem Fall. Ich würde es in dem Fall an Luki geben, weil er sich halt letzten Endes auch mehr an die Vorgabe gehalten hat, was die Parts anging, die Länge. Er hat geguckt, war trotzdem, also das Traurige oder das was echt schade ist aus Flowtix seiner Sicht, ich denke, hätte er sich mehr versucht, kürzer zu halten und dieses Kurze dafür dann stabiler und besser hätte lernen können, hätte er wahrscheinlich eine deutlich stabilere Performance gehabt.
und hätte das dann recht sicher sogar gewonnen. Weil wenn er, der erste Part ging ja noch, aber der zweite und der dritte, ich denke, wenn er da die schwächsten Angles rausgenommen hätte, ja, und die wären alle ein bisschen kürzer gewesen, dann wäre das ein stabiles Ding gewesen. Dann denke ich, hätte er da die Nase vorn gehabt, weil dann wäre auch seine Performance deutlich sicherer gewesen. Die Slip-Ups wären nicht so viel gewesen und vielleicht auch der ein oder andere Joke weniger. Dann hätte er sauberer performt, hätte einen etwas clevereren Text vielleicht noch gehabt. Und hätte da die Nase vorn gehabt. Aber ich muss das in diesem Fall super, super knapp mit einem 2-1 würde ich es an Luki geben. Ich kann in dem Fall keinen da die 3 Punkte geben, weil dafür waren die Battles halt einfach von der Ausführung viel zu schwach. 1-0 will ich aber auch nicht geben, weil 0 Punkte, das finde ich dann auch nicht richtig. Es wurde abgeliefert, es wurde was geschrieben, es wurde auch komplett performt. Mit einer kleinen Ausnahme, glaube ich. Ja, deswegen würde ich sagen, geht dieses Match dann von meiner Seite aus 2-1 an Luki. Ja. Das wäre es eigentlich dann im Prinzip schon. Ich habe eben noch eine Sache vergessen. Dieses Event Zapfenstreich, das war jetzt so ein Spontan-Event. Wir haben halt diesen Track gemacht und wollten da ein Musikvideo zu drehen. Und eigentlich sollte das erst in Gifhorn stattfinden als Hausparty. Dann wollte ich es bei mir als Hausparty machen. Und bei einer Dame, die ich eingeladen hat, hier Gruß geht an Sarah auf jeden Fall raus, Liebe geht raus, hat sie halt einfach angeboten, hat gesagt, pass auf, sie hat eine Kneipe, kommt doch einfach bei mir in die Kneipe und macht das hier. Komplett einfach so. Und muss ich auch nochmal ein fettes Dank auf jeden Fall für aussprechen. Einen fetten Dank. Guck, ich fange schon wieder an, so dumm zu labern. Auf jeden Fall danke dafür. Definitiv. Wir gucken mal, ob wir sowas wiederholen können. Natürlich diesmal dann ohne Musikvideodreh, dass nicht ganz so viel organisiert wird. Bei den Battles muss das auf jeden Fall technisch anders gelöst werden. Das war sehr improvisiert. Eigentlich hatten wir was anderes vor. Dann gab es auf einmal teilweise andere Technikvoraussetzungen. Und dann ist es zu dieser weirden Konstellation mit den Mics gekommen. Obwohl wir da nur 30 Leute waren, wo du eigentlich keine Mics brauchst, haben wir die dann trotzdem benutzt. Und es war alles ein bisschen komisch. Ich weiß selber, dass das nicht so vorgesehen ist eigentlich. Ja. Aber wir wollen mal gucken. Mindestens 2-mal im Jahr. Vielleicht, wenn es gut läuft, sogar 4-mal im Jahr. Also alle 3 Monate, so einmal pro Jahreszeit. Dass wir so eine Show dann immer wieder mal machen. Montabaur ist eine kleine Stadt. Liegt zentral zwischen Köln und Frankfurt an der A3. Wenn trotzdem jemand Bock hat, gerade Newcomer, die sich vielleicht auch mit Matches noch nicht so zeigen konnten, weil sie einfach den Fuß nicht reinkriegen, weil die Szene so übersättigt ist, dann könnt ihr euch gerne auch bei mir melden. Und dann kann man mal schauen, wenn in Zukunft wenn Veranstaltungen stattfinden, dass ihr euch melden könnt. Auch allerdings für Gigs genauso. Ne? Es wird dann in Zukunft auch mal der ein oder andere Gig gesucht. Und ansonsten halt Freestyle-Turnier, Cypher, ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Hey Mensch, schon wieder fast 8 Minuten. Ey, ich würde sagen, es reicht. Ich habe genug gelabert und ich würde sagen, danke für das Event. Danke für das alles. Und ja, ich bin raus.